So, weiter geht's mit Let's Play Eragon für den Game Boy Advance. Folge, ich habe keine Ahnung, werde ich nachher sehen. Ja, wir sind letztes Mal hier runtergelaufen nach Dresleona. Habe auch ein bisschen was von der Map so mitgenommen. Und dann, ohne weitere Auswahl, würde ich sagen, gehen wir mal rein. Saphira verlässt eine Gruppe. Schöne Wochenmitte, junger Eragon. Witzig, das passt sogar. Ich habe sie noch nicht tatsächlich am selben Ort gesehen, weil ich sie bin. Unmöglich. Du hast recht. Ich sehe uns am selben Ort weit in der Zukunft. Und dieser Ort ist nach einer Hölle 12 Meilen hoch, voller jubelnder Urgeist. Zurück zur Gegenwart. Right, whatsoever. Angedacht schließt deine Gruppe wieder an. So, hier sind Spuren. Kann ich die lesen? Jo, die kann ich immer noch lesen. Cool. Perfekte Schnur. Ja, das ist wieder was für Bögen. Das hier ist Unkraut, das ich nicht anfassen kann. Geil. So, da komme ich nicht durch. Hier ist auch nicht. So, gucken wir mal weiter. Ja, bisschen trostlos hier. Hey Typ. Geh weiter, Fremdling. Sehr gern. Eric, Prost. Teile eines Kults zu sein verschafft einem gewisses Zugehörigkeitsgefühl. Aha. Ich verstecke mich immer, wenn die Sklavenhändler kommen. Ja, ist auch klug. Zumindest sorgt die dunkle Kirche dafür, dass alles glatt läuft. Tja, hat alles seinen Preis, ne? Ich möchte mit niemandem reden. Kümmere dich um deine eigenen Angelegenheiten. Das hier kann ich nicht vertreten. Von 28. Okay. Die armen Teile von Dresleona zu leben, ist immer noch besser als gar nicht zu leben. Naja, Philosophiefrage. Weiter. Dafür brauche ich auch wieder irgendwelche Ausrichtungen. Ey Typ, rede mit mir. Geh weiter, Fremdling. Sehr gerne. Teil eines Kults zu sein, verschafft ein gewisses Gefühl von Zugehörigkeit. Kann ich die noch lesen? Jo! Langbogen. Ja, hier geht es nach links weiter. Ich glaube nach oben und nach rechts. Vorbeikommen sehen? Nö. Ich brauche Hilfe im Haus. Ein Sklave wäre da ziemlich praktisch. Vielleicht ein junges Mädchen. Hä? Die Kiste brauche ich 32 zum Zertreten. Dieser Feiertag nähert sich. Ich suche nach einem Opfer. Ich habe bereits eine neue Knochensäge für das Ereignis gekauft. Der Ladeninhaber sagte, dass der dunkle Gott sie gesegnet hätte. Klar, was auch immer. Ich hoffe, dass die Sklavenhändler mich übersehen. Tja. Ich habe mir gerade den Linken angesehen, aber der hat schlechte Zähne. Ich will, dass meine Sklaven gute Zähne haben, damit ich sie mir nehmen kann, wenn ich meine verliere. Well, Slamendax, kauf Sklaven, kauft meine Sklaven hier. Warum? Ich kann dies Unrecht nicht dulden. Lass dein Schwert stecken, Eragon. Wenn wir irgendwas unternehmen, wird man uns entdecken. Abgesehen davon, dass unsere Botschaft erfährt, dass wir auf der Spur sind, fürchte ich, dass wir nicht lebendig aus der Stadt herauskommen würden. Ach, easy. Wenn ich rede, schlägt ihr mich. Bitte geh weiter. Ja, nicht so geil, die ganze Gegend hier. Ah, ich glaube, Max war wieder eine, mit dem man sich prügeln konnte. Was hat er gerade gemeint? Leibwächterfähigkeiten? Zauberbücher, geh weiter. Falls du über die Leibwächterfertigkeit verfügst, greifen dich Monster im Kampf mit höherer Wahrscheinlichkeit an. Ah, das ist wieder eine von diesen Sachen, die man auf Rüstung, glaube ich, casten kann oder auf Sachen.
Fangen wir mal hier rechts. Verkrüppelter Schmied, ich war der beste Schmied der Stadt, daher habe ich dem Glückgott meine Hände geopfert. Aber sag bloß nichts der Kirche, dass ich die Benutzung meiner Schmiede gestatte. Du bist ein Vollidiot. Ich möchte mit niemandem reden und kümmere mich um meine Angelegenheiten. Sehr vernünftig. Eigentum von Gaston Importe und es ist verschlossen. Aha. Hier ist viel nicht. Justin, wo habe ich ihn nur hingelegt? Ja, du scheinst was verloren zu haben. Noch eine Kiste von 38, jo. Darauf kommen wir hoffentlich irgendwann zurück, wenn ich dafür den entsprechenden Typen habe. Von 40, oh hä. Ja, dann bin ich hier wieder. Genau, jetzt mache ich nochmal den Bogen links rum. Kleines Mädchen? Nö. Die Tür ist zugenagelt. Gehen wir mal hier links hin. Typ, rede mit mir. Haben alle nicht sehr viel zu sagen, die Typen hier. 36. Bist du die kräuterkundige Angelika aus Terim? Ja, wer denn sonst? Das nenne ich Schicksal, ich brauche eure Hilfe. Mach dich nicht über das Schicksal lustig, es kann sehr empfindlich sein. Was ist denn los? Es geht nicht um mich, sondern um meinen Sohn, er ist sehr krank. Wir sind in die Symptome. Er klagt über Bauchschmerzen und hat so einen seltsamen violetten Ausschlag. Ah, das hört sich nach Wurmrott an. Dann helft ihr uns also? Ich kenne ein Heilmittel, aber dafür brauche ich ein Kraut, das nicht mehr wächst. Welches ist es? Ich tue alles, um es zu bekommen. Blindkraut. Eric könnte noch etwas haben. Er sammelt seltene Kräuter und trocknet sie. Das heißt, wenn er mal nüchtern ist. Eric, den habe ich doch wohl hier irgendwo gesehen. Fort mit dir, du Bauer. Ich bin beschäftigt. Typ, ich hau dir aufs Maul. Wer sind ihr Soldat? Ich diente einst in der kaiserlichen Armee und der Kirche von Blair, aber einen Tag, nachdem ich vor dem Feldzug gegen die Waden zurückkehrte, fand ich heraus, dass man meine Frau in die Kirche verschleppt und dort einen Gott geopfert hat. Das tut mir leid. Ihr könntet die Spione der Kirche sein, aber das ist jetzt auch egal. Ihr müsst mir helfen, ihre Halskette von der Kultisten zurückzuholen. Daran hängt ein verzaubertes Medaillon, das beim Offizieren unsere Bilder zeigt. Ich schenkte es ihr. Sie sollte niemals einsam sein, während ich im Krieg war. Aber jetzt brauche ich es, damit ich sie wiedersehen kann. Wenigstens noch einmal. Wir tun, was wir können. Das letzte Mal, als man sie da, wurde sie in die Kirche verschleppt. Ihre Spuren könnten noch da sein, aber ich bin kein guter Spurenleser und würde sie nicht finden. Ja, das kriegen wir hin. Da rein? Wieder von Gaston Importe. Oh, ein Buch. Lesen! Schwarzer Fluch gelernt. Was kann das gute Stück? Gruppe, Iragon, Fähigkeiten. Schwarzer Fluch. 100% auf Brennen und Betäubung. Cool. Das müssen wir mal selber ausprobieren. Ja, ansonsten.
scheint hier nicht wirklich was zu sein. Ja, sind wir hier soweit durch. Eric, wo warst du doch mal? War das einer von euch heim? Von euch Heinis hier? Das war Sam. Max. Ja, dann war der hier unten. Warst du das? Nee. Du? Was wollten ihr? Wir suchen nach Blindkraut. Blindkraut? Hab grad was da. Dieser Kerl ist ja total betrunken. Wie viel willst du für das Blindkraut? Holt mir ein paar Verfrischungen, dann kriegt ihr was. Was für Verfrischungen hättest du denn gerne? Eigentlich kann ich es mir ja denken. Justin im Osten. Hat das beste Zeug gehört. Justin im Osten. Also dann auf zu Justin. Osten war rechts. Glaube. Ja doch. Ich könnte mir so eine Inselbrücke irgendwie nie merken, aber da habe ich mir mal gesagt, okay, wenn ich von links nach rechts lese, Westen ist links, Osten ist rechts, dann lese ich das als wo. Und andersrum würde es dann over heißen, das ist kein Wort, also heißt es Westen links und Osten rechts, dann heißt es wo. Das Norden oben ist und Süden unten ist irgendwie eingängiger. Nicht helfen, wir sind nur hier, um Erfrischung für Eric zu holen. Typisch, er hat immer einen guten Durst, aber ich kann ihm momentan nicht helfen. Ich versichere dir, es dauert nur einen Augenblick. Es tut mir leid, meine Frau wird mich umbringen. Warum sollte man einen netten Mann umbringen wollen? Ich habe meinen Ehering verloren. Ihr spricht mit einem toten Mann. Wo hast du ihn denn zuletzt gesehen? Ich war beim Brunnen im reichen Viertel. Na, dann gehen wir den Ring mal suchen. Okay. Ja, das ist noch alles so das Armviertel. Das ist alles Arsch, was hier so rumdümpelt. So, reichen Viertel war hier oben. Jo. Ich fühle mich hier nicht sicher. Das bist du auch nicht. Niemand tut das im Schatten dieser verderbten Kirche. Das ist nicht verwunderlich. Die Razak haben ihre Spione nämlich überall. Wir sollten vorsichtig sein. Dort, da drüben im Gasthaus. Gut, ich kümmere mich um die Unterbringung. Bleibt in der Nähe. Erstmal schaue ich mich hier oben. Buch! Körper heilen, okay. Nee, nicht das. Nein, nein. Fähigkeiten. Ein Ziel, heile Schattendefekte fern. Cool. Und du so? Reicher Alchemist, ich helfe dir, einen Trank zu brauen, aber sag es nicht der Kirche. Danke, passt schon. Who are you? Geh weiter, Fremdling, sehr gerne. Und du? Zumindest sorgt die dunkle Kirche alles, für das gut läuft. Sieht aus, als etwas in dem Brunnen wäre. Ich würde meine Hand nicht da reinstecken. Das Wasser sieht nicht besonders sauber aus. Ist das denn drin? Er liegt im Brunnen. Jetzt haben wir ihn und können ihn zurückgeben. Und wasch dir die Hände, Igitt. Weichkeks. Könnte schlimmer sein. Du hast jetzt aber Verbrennung gelernt. Ja, geil. Typ. Ziemlich ruhig, ich werde ein kleiner. Vielleicht kaufe ich dich. Das müssen die Spuren sein, die der besinnte Soldat gemeint hat. Verwittertes Pergament gefunden. Was ist das denn? Eine Nachricht von seiner Frau? Es steht, verlier nicht den Mut, mein Liebster. Ich weiß, wie ich der Kirche entfliehen kann. Ich warte auf dich bei dem Baum, wo wir unseren Namen geschlitzt haben. Wir sollten den pensionierten Soldaten diese Nachricht bringen. Talismanstempel. Cool. Ich speichere einfach mal, weil ich gerade noch was ausprobieren will. Moin Jungs, kann ich rein? Hier dürfen nur Jünger hindurch. Alles klar. Gibt Stoffgeräte. So, erst gehen wir hier rüber und geben dem Typen seinen Ring wieder.
Ja, also weißt du, Schatz, ich spare dein Fass und Dummkopf. Du hast einen Ring verloren. Ich habe ihn nicht direkt verloren. Er hat ihn uns gegeben, damit wir ihn reinigen. Ich weiß ja nicht. Er wollte, dass er so schön wird wie die Frau, die er liebt. Damit bin ich hoffentlich gemeint. Auswendiges Geflatter, Geschnäcker mit diesem Flittchen hat jetzt ein Ende. Aber Schatz, ich habe doch nur Augen für dich. Alles voll, Idioten! Nimm das, was ich habe. Was hast du mir jetzt gegeben? Geld? Oder irgendwas Gutes? Weiß der Geier. Ist ja auch völlig schnurrt. Ach nee, Quatsch. Was mache ich, Idiot? Er hat mir den Alk gegeben für die Quest. Ich bin ein Schussel. Gib Stoff, Mann! Du warst das. Dankeschön, mein Freundchen Schnief. Ich hab euch alle lieb. Nehmt das Blinkgrau, mein Dank. X. Jo. Alles klar. Sieht so dumm aus. Könnte ich hier auch rein? Nochmal von Gaston Importe. Der Typ gehört die halbe Stadt. Oder zumindest die halben Lagerhäuser der Gegend hier. So, erst dem Typen hier oben. Warte einfach dreimal am Tag einen Tee daraus. Er sollte bald wieder erholen. Wie können wir euch das so jemals vergelten? Wenn jemand ein bisschen Licht in diesen dunklen Ort bringt, ist das Dank genug. Für mich nicht. Bitte nimm das und mögen die Götter eure irdischen Schmerzen ersparen. Seidenbogen, das ist von Angela. Aha. Runenbandhelm, das ist von Aragorn. Ja, Bögen wird sich ja nicht, aber. Was war das, ein Helm? Erstmal so. Ist schon alles richtig so. Und jetzt der Typ hier unten. Wir waren dort. Wir haben einfach letztes Mal gesehen wurde und eine Nachricht gefunden. Lass mich bitte mal sehen. Als wir jung waren, geschützt unseren Namen an einem Bomber am Stadttor. Würdet ihr bitte dorthin gehen? Ich muss wissen, ob sie fliehen konnte. Wir haben auch noch diesen Stempel gefunden. Meine Frau war Ledermacherin. Sie prägte mit dem Stempel meine Rüstung, damit ich im Kampf geschützt war und ihr könnt ihn behalten. Okay. Also ab. Miau. Beim Stadttor irgendein Baum. Ah, da glänzt es. Willst du wohl? Hallo? Was soll der Scheiß? Hat die Gruppe verlassen? Saphira schließt sich wieder an. Ich will mal eben kurz die beiden Zauber ausprobieren. Ja, mach mal weg. Oh, Magie, Verbrennung. Burn! Kaboom! Wow, das ist Damage. Weg, weg, weg. Ja, mach das mal. Du bist zwar eine Niete, aber das müsstest du auch können. Das war jetzt ein... Nee. Heilzauber, Körper heilen. Davon habe ich noch immer nichts. Heilung! Jo, das hat ganz schön wehgetan.
Bam, bam. Kaboom. Ah, vielleicht hätte ich ihre nochmal heilen sollen. Ja, drauf geschissen. Retour. Saphira verlässt die Gruppe. Angela, moin. Einen schönen Wochenmitte. Jo, schönen Mittwoch. Sollte auch ungefähr der Tag sein, wenn die Folge hier rauskommt. Da, das muss es sein. Ein geschütztes Herz und zwei Paare von Initialen. Kultist, den Baum habt ihr nicht aus Zufall gefunden. Sagt mir, wer es wagt, sich der Kirche zu widersetzen. Dann spare ich euch den Altar. Niemals! Ergreift sie, meinem Beschreiter. Der Gott des Todes verlangt ihre Augen als Opfergabe. Nein! Nimm das und das und das! So, du kannst aber eben kurz Heilung erwirken. Wusch! Kaboom und Full Life! Love it! Gesundheit. Oh, niedlich! Das werde ich aber nicht retten. Nehme dies und dies und das! Piece of Cake! Feinstein! Einer der Mitstreiter trug diesen Stein bei sich, darauf ist etwas eingraviert. Ich bin entkommen, aber ich konnte nicht vor der Kirche weglaufen. Das kann niemand. Ich hoffe nur, dass unser Medaillon nicht gefunden haben. Ich habe es dort fallen gelassen, wo wir es erstmal geküssten. Vergiss mich nicht. Wir sollten den pensionierten Soldaten diesen Stein zeigen. Tja. Scheiße gelaufen. Lol. Das wird gespiegelt, aber die Figuren nicht. Sehr geil. Wir haben die Gravur gefunden und wurden von Kultisten überfallen. Einer von ihnen trug diesen Stein bei sich. Wollen wir zum ersten Mal küssen? Tut mir leid, der eine hat mir, ich sollte keine Tränen vergießen. Auf dem Stein erwähnte Ort ist der Brunnen in der Mitte der Stadt. Sie muss jetzt mit der Jungen in den Brunnen geworfen haben, damit die Kultisten es nicht in die Hände bekamen. Okay. Medaillon aus dem kalten Wasser geholt. Wir haben das Medaillon des pensionierten Soldaten gefunden. Es wird an seine Frau nicht zurückbringen, aber zumindest kann er sie noch einmal sehen. Miau. Na Jungs, aufs Maul. Ah. Na Jungs, aufs Maul. Ja, schön. Die Stoffgräte. Oh. Hat deine Frau zu sich geholt. Ihr Blut und ihr Leib haben die Hüter von Helgrind erfreut. Solltest den Trost daran finden, aber stattdessen wagst du es an der Kirche zu zweifeln. Ich habe nichts zu bereuen. Mein Leben ist nichts mehr wert. Ihr seid mir genommen habt. Das lasse ich nicht zu. Sorgt dafür, dass niemand entkommt, Aragorn. Wir dürfen nicht zulassen, dass jemand von unserer Anwesenheit erfährt. Gute Idee. Keine Zeugen. Drauf. Bam. Prisma! Kaboom! Easy! Nochmals vielen Dank für die Hilfe, junger Mann. Wir haben das Medaillon deiner Frau gefunden. Ich stehe ewig in deiner Schuld, Fremder. Aber alles, was ich dir geben kann, ist mein altes Schwert. Bitte nimm es. Ich muss mich verstecken vor meinen Kameraden und vor meinem Glauben. Mit dem lächelnden Gesicht meiner Frau, das mir Auftritt gibt, werde ich mich in Sicherheit bringen können. Erinnerungsgelüste von Brom. Ich bin nicht, dass der Typ lange lebt. Verbessert deine V4! Geil! Der Typ wird sich jetzt aufhängen. Als ob der weit kommt. Der wird in Depressionen verfallen und naja. Mauer. Das will ich mal eben prüfen. Hoppala. Das muss ich rausschneiden. Mauer. Reduziert magischen Schaden um 50%. Ja, nice. Her damit.
Das ist cool. Reduces magic damage take by 50%. Awesome. Ja, damit habe ich auch eine halbe Stunde fast erreicht. Ich würde sagen, wir gehen dann oben. Ne, ich besser noch eben das Schwert auf. Und dann gehen wir oben in den zur Pension und lassen da Brom sein Ding machen. Obwohl, ich kann noch mal eben kurz gucken, welches Level. Wie hießen die beiden Clowns hier nochmal? Max. Nichts. Und Sam. Ich schau gerade mal, ob ich mit den beiden Heinis kämpfe. Sieht nicht so aus. Herbs, Herbs, Endurance, Herbs, 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 Magic, Herbs, Endurance, Endurance, Herbs, Herbs, Herbs. Nö, offenbar nicht. Schade. Keine Prügel für Hampelmänner. Aber bei der Kirche brauche ich nachher ein 45er Jagen. Schauen wir mal. Fähigkeiten? Nee. Ausrichten. Jagd 30, das wären 15 Level. Und für Angela? Das ist noch viel mehr Level. Das wären dann ganze 45. Aber sie macht halt auch noch eine ganze Menge Level. Die Frage, was ist einfacher? Ich glaube, ich mache einfach mit Eragon. Der hat eh schon jede Menge Punkte in Kampf. Schauen wir mal. Quatsch, der Spiel war hier unten. Das da oben war der Typ, der seinen Ring verloren hat. So. Erinnerungsklinge. Das magische Öl. Und das Klingenöl. Gleitstein, 9, einfrieren. Juicy, 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 juicy. Her damit. Das kann ich auch mal eben auf meine... Oder auf das perfekte Schwert? Nee, auf das hier. Obwohl, nee, hat wenig Sinn, weil ich kann das Ding nicht mit dem Stein erweitern. Schade. Und das perfekte Schwert könnte ich, aber das hat bloß ein Öl. Nee, lass ich so. Gefällt mir so besser. So, dann muss ich mal gucken. Ich bin bei knapp 20 Minuten. Ich würde sagen, ich gehe nochmal eben in die Nordstadt oder in die reichen Abschnitt der Stadt und werde dann da kurz das Gasthaus triggern. Oder... Na, ich glaube, ich gehe eben erstmal leveln. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal da vorm Gasthaus, wenn wir da die Sequenz triggern. Ich würde dann sagen, das war es erstmal von mir. Ich bin der Fuge. Ich muss mal gucken, wie lange YouTube braucht, um mit deren Werkzeug irgendwie die Szene da rauszuschneiden, die ich da nicht unbedingt drin haben will. Ich habe auch noch ein anderes Video noch gefunden von mir, wo ich auch eine Szene drin habe, die ich nicht unbedingt will, dass Leute sehen. Mein Desktop ist eigentlich nichts, aber muss trotzdem keiner sehen. Und YouTube ist ja jetzt seit Ewigkeiten dann rumschnibbeln. So, ausrichten. Jagd. Die musste auf, was habe ich gesagt? 45, genau. Hunting 45.
Genau, da würde ich hier noch ein bisschen leveln. Dann würde ich sagen, bis dahin. Ich bin der Fjut. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Ciao!